Ahoi und herzlich willkommen bei Wandern, Natur und Abenteuer. Mein Name ist Markus, ich bin heute wieder mal in der Tschechischen Republik und zwar im Örtchen Rebeni unterwegs. Und auf meinem Plan steht heute die Besichtigung von zwei Ruinen. Zum einen ist es die Burgruine Hartenberg und zum anderen die Ruine einer ehemaligen Brauerei. Und was mich da so Schönes erwartet, seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's! So, damit ihr mal einen kleinen Überblick habt, es ist zum Glück ja alles in Deutsch geschrieben. Ich befinde mich jetzt ungefähr auf dieser Strecke hier. Hier unten ist die Burgruine Hartenberg und hier drüben befindet sich diese Ruine der ehemaligen Brauerei. Und mein Plan war es, diesem Weg zu folgen, immer weiter hier lang und dann irgendwie muss es hier einen Weg geben, der zu dieser Burgruine führt. Was mich aber jetzt schon wieder interessiert, ist dieses Bild hier unten. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es eventuell dieser Petrusstollen ist. Und der Petrusstollen, der ist da oben. Ist mir aber jetzt eindeutig zu weit, erst dorthin zu laufen, weil wie gesagt, mein Ziel ist erstmal die Burgruine Hartenberg. Was haben wir denn hier Schönes? Was liegt denn hier? Kleines Band. Nassil. Okay, ich lasse es. Kann ich nicht aussprechen. Baujahr 2021. Aus Holz gefertigt. So, ich muss jetzt erstmal gucken, wo es lang geht, weil es ging jetzt hier weiter. Es geht aber auch in diese Richtung. Und ich habe es schon im Vorfeld gelesen, dass diese Burgruine Hartenberg wohl nicht ausgeschildert sein soll. So, ich denke, ich habe den richtigen Weg gefunden. Ich folge ihm einfach mal. Okay, hier unten sind die Eisenbahnschienen, die habe ich gesehen auf der Karte. Hier steht Rebeni 2 Kilometer und da ist auch noch das Bild einer Burg drauf. So viel also zum Thema, hier stehen keine Schilder. Also ich muss jetzt hier gerade mitten durch einen Ort laufen. Die Hunde haben schon wieder angebellt. Das machen die gerne mal. Hier steht hier ein verlassenes Gebäude. Sieht zumindest so aus, als wenn es verlassen wäre. Ah, okay. Das war tatsächlich ein Wanderweg. Hier kann man so sehen am Baum. Ich glaube, hier oben ist schon die Burgruine. Ah, hier geht auch noch ein kleiner Weg lang, sehe ich gerade. Ja, hier geht der Weg jetzt lang, der macht jetzt hier einen Bogen. Ich muss ja da hin. Da werde ich das doch gleich mal angehen. Und wenn ich oben bin, ziehe ich erstmal meine Jacke aus. Mann, ist das warm geworden heute wieder. So, es war definitiv der richtige Weg. Da drüben bin ich hochgekommen. Und hier hinter geht es jetzt zur Burgruine Hartenberg. Das sah bestimmt mal richtig schön aus. Ist nur leider schon sehr ausgeblichen. Ein paar Autos stehen auch schon hier. So, was haben wir hier Schönes? Ah, hier oben steht's. Infozentrum. Hier sind die Öffnungszeiten. Postkarten kann man hier kaufen. Briefmarken wahrscheinlich auch. Die sehen aber schön aus. 170 Kronen. Wie viel sind 170 Kronen? Ich habe gerade mal geguckt, 170 Kronen sind ungefähr 7 Euro. 1 Euro sind ungefähr 24 Kronen zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt nehme ich mir doch gleich mal mit, so einen Flyer. Also die Tür steht offen. Ich gehe einfach mal gucken. Zur Not kann man ja mal fragen.
So, also ich bin jetzt direkt auf dieser Brückruine Hardenberg und ich habe soeben eine gute Frau getroffen und habe die mal gefragt, wie es ist, ob man hier mal rein kann und sich das Ganze angucken. Und es wird zurzeit alles ausgebaut, also die Brückruine. Ich drehe mal die Kamera, ich hoffe, dass die Sonne nicht so blendet. Die Brückruine wird zurzeit ausgebaut. Ja, das ist ein ziemlich großes Projekt, was sie hier angestrebt haben. Und ich darf jetzt nur mich auf diesem Hof aufhalten. Ich darf quasi nicht in die Räumlichkeiten rein. Das heißt eigentlich, oder ich habe gelesen, draußen steht es sogar dran, die haben ja Öffnungszeiten und du musst Eintritt bezahlen, kostet glaube ich 110 Kronen. Kannst nicht genau sagen, ungefähr 4-5 Euro sind das. Aber das Problem ist, ich bin alleine. Du darfst nur rein, wenn du an einer Führung teilnimmst. Und eine Führung geht erst ab 2 Personen los. Und es ist keine Sau hier, ich bin der Einzige. Jetzt die Frage, warte ich in der Hoffnung, dass noch jemand kommt? Oder ich versuche mein Glück bei der ehemaligen Brauerei. Hier haben sie abgedeckt, ein alter Brunnen. Ich habe gerade schon mal reingeguckt. Aber man kann nichts erkennen. Boah, Alter, das hält ja richtig. Ich hoffe, dass man das hören kann. Hallo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier rein darf. Hier ist alles zu. Da geht noch eine Treppe runter. Ja, da ging es noch unten rein. Aber wie gesagt, ich darf mich nur auf dem Hof hier aufhalten. Das ist natürlich äußerst schade. Da ist noch ein Eingang. Ja, ich habe mir das jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich reinkomme. Aber es läuft halt nicht immer alles nach Plan. Ne? Das ist ja richtig cool. Ich habe die gute Frau jetzt nochmal getroffen. Und die hat mir jetzt hier unten das Licht angemacht. Und hat gesagt, hier unten auf der untersten Etage darf ich mich mal umgucken. Das ist die gute Frau übrigens. Das war der Wahnsinn. Hier geht es noch in den Keller. Wir gehen jetzt die Treppen hoch. Das ist halt wie eine Ausstellung hier gemacht. Ne? Das Problem ist, das ist alles tschechisch. Sagen muss, das Klima hier hinten ist richtig geil, das ist richtig angenehm. Draußen Bullenhitze und hier hinten mega. Aber was gleich wieder auffällt, ne? Die Leute waren halt früher kleiner als wir heutzutage. Ich wollte jetzt wenigstens mal wissen, was auf dem Schild hier steht. Sie durchsuchen gotische Keller mit romanischen Grundlagen. Archäosonde, entgegengesetzt sichtbares romanisches Futter. Wahrscheinlich Eintritt in dem Raum neben dem Raum in der Hinterfüllung. Ein fantastisches Handy habe ich. Ich denke, die haben ja gegraben und das sind die archäologischen Funde, die sie rausgeholt haben. Die haben solche alten Gefäße rausgeholt und hier oben sieht man noch, sogar ein Schlüssel war dabei. Vielleicht alte Münzen, vielleicht ein Teller. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht irgendwelche Pfeilspitzen. Ich bin jetzt mal kurz im Keller. Ah, das war's schon. Ich hoffe, man kann es sehen. Links und rechts ist zu, hier vorne ist auch zu. Da ging es nicht weiter. Aber übelst kalt dort und richtig kalt. Ich glaube nicht, dass sie die ausgegraben haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich
dachte, du sagst, das ist Vinese, aber falsch gedacht. So, das war's jetzt zu der untersten Etage. Mehr durfte ich mir ja auch nicht angucken. Ich bin froh, dass es mir die Frau erlaubt hat. Und daran werde ich mich natürlich auch halten. Und wir bauen weiter. Und deswegen würde ich sagen, was ist zur Burgruine Hardenberg. Und wir gehen jetzt weiter und gucken mal bei dieser ehemaligen Brauerei. Boah, kaum kommst du hier raus, trifft einen der Schlag. Ja, hat sich doch wenigstens ein bisschen gelohnt, ne? Hier ist noch wieder ein Eingang. Muss ich doch gleich mal gucken gehen. Ah, gut, alles klar. Ich bin gerade am Rand hier mal noch so eine Treppe hochgegangen. Da kommst du noch außen rum um diese Burgruine. Hier ist das Tor von außen, das wir gesehen haben. Hier haben sie Gitter drüber gemacht, zum Glück. Weil da scheint es auch ganz schön tief rein zu gehen. So Freunde, das Blatt hat sich schon wieder gewendet. Ich habe jetzt die Frau wieder getroffen und ich wollte jetzt eigentlich los. Und da hat sie mich angesprochen, ob jetzt schon jemand gekommen ist, dass wir vielleicht eine Führung machen können. Und da habe ich gesagt, nee, es ist halt noch keiner da. Und da habe ich sie gefragt, ob ich für zwei Leute bezahlen kann, dass wir es trotzdem machen. Und da hat sie gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich lasse sie einfach rein. Ein guter Mensch. Und jetzt bin ich direkt hin und kann mir das Ganze mal in Ruhe angucken. Bezahlt habe ich trotzdem, falls ihr es wissen wollt, 4,50 Euro kostet hier der Eintritt, also völlig in Ordnung. Ich habe mir noch einen Kühlschrankmagnet geholt für 2 Euro. Alles easy. Ich tue mal die Kamera ein bisschen weiter weg, damit ihr nicht nur mich seht. Das hat sie mir gerade erzählt, das ist jetzt hier zum Beispiel noch ein Bild vom Brand 1985. Und hier hüben, das wären wohl die neuen Besitzer, die das hier gekauft haben. Okay, hier sieht es jetzt aus, wie, als wenn das alles ein paar Ausgrabungen sind. Ja, definitiv. Wahnsinn, Jahrhunderte altes Zeug, ne? Was war das bitte mal? War das mal eine Skulptur? Ich könnte mal denken, das ist, ja, na klar, das ist eine Hand, ne? Hier geht der Arm so lang und das sind einzelne Finger. Das war mal eine Skulptur. Runter. Das gehört auf jeden Fall nicht mit zum Rundgang. So Freunde, das war's jetzt zu der Etage hier. Und die gute Frau hat gesagt, oben drüber geht's noch weiter. Da hat's gepackt. Das sieht ja auch richtig klasse aus, ja, ne? Das sind noch richtig uralte Treppen, das haben die ja alles freigelegt.
falsche Weg. Die gute Frau hat gesagt, ich soll dahinter gehen. Also hier ist einfach bloß der Dachboden. So, das war's jetzt der Etage. Und jetzt gehen wir noch eine weiter rauf. Ah, okay. War dort nicht ganz so verkehrt. Ich stand gerade da drüben. Geht's ja noch weiter hoch. Alter. Ich geh kaputt. Da habe ich von unten doch richtig gesehen. Das ist ja noch wie eine kleine Dachterrasse, was sie hier gebaut haben. Okay, ich gehe mal wieder runter. So, weiter geht's. Nicht wundern die Leute, was ihr hört, das sind alles Bauarbeiter. Was steht hier? Voluntary Academy of Hartenberg. Ach, das sind wahrscheinlich die ganzen Arbeiter. Die kommen aus verschiedensten Ländern, die Arbeiter, die hier regelmäßig mal was machen und die Burgruine quasi wieder, ich sag jetzt mal, aufbauen. Und was mir die gute Frau von uns noch erzählt hat, die haben insgesamt 10 Jahre lang haben die hier nur Schutt abgetragen. Und mittlerweile sind sie auch schon seit 13 Jahren drüber, das Ganze hier auszubauen. Also die haben quasi vor 23 Jahren hier angefangen, was zu machen. Und seit 13 Jahren bauen die quasi solche Sachen wie die ganzen Holzkonstruktionen hier, Decke, Fußboden, die ganze Einrichtung reingestellt, die Flaggen ran und alles, was ihr quasi seht, haben die alles in den letzten 13 Jahren erschaffen. So, jetzt gehe ich mal hier hinter, weil hier hinten muss jetzt noch die Kapelle sein. Und da gibt es auch ein Bild, das kenne ich, und das sieht richtig geil aus. Und Freunde, zu viel versprochen, das ist doch der absolute Hammer. So, was haben wir jetzt hier noch? Ah, auch wieder wie ein kleiner Pausenraum. Okay, ist bloß eine Folie. Ach, das sind auch bloß Folien. Na eben, jetzt sehe ich so. Ich dachte, da ist ein Fenster drin. So, Freunde, das war's jetzt zur Kapelle. Das war's eigentlich auch schon. Zu der oberen Etage. Wir waren jetzt auf dem Dachboden gewesen. Auf der Etage, wo die Kapelle ist, sind wir durch. Gehen wir wieder runter. Die Schlossruine Hartenberg, eine Ruine aus der Zeit der Gotik. Seit mehr als 800 Jahren tief im Wald von Rebeni versteckt, steht sie auf einem Felsvorsprung und ist von weitem kaum zu erkennen.
erbaut als Burg des vogtländischen Adelsgeschlechtes der von Herdenberg, wurde sie 1214 erstmals urkundlich erwähnt. In der kulturellen Blütezeit Herdenbergs befand sich hier eine Bibliothek sowie verschiedene mineralogische und landeskundliche Sammlungen. Umgeben von gepflegten Wegen, Glashäusern mit tropischen Pflanzen, einem Schlosstheater mit verschiedensten Darbietungen, einem Schlossteich und einer Schule mangelte es an nichts auf Herdenberg. Selbst Johann Wolfgang von Goethe feierte 1817 auf Einladung des Schlossherrn Graf Josef Auersperg hier seinen 72. Geburtstag mit einem dreitägigen Fest. Angeblich soll Goethe auch seine Elegien dort geschrieben haben. Im Laufe der Zeiten wurde die Burg mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Somit entstand aus der Burg Herdenberg das Schloss Herdenberg. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurden die damaligen Schlossbesitzer enteignet und vertrieben. Das Schloss wurde geplündert und das gesamte Inventar entwendet. Bis in den 1950er Jahren wurde das Schloss von der tschechoslowakischen Armee besetzt. Anschließend wurde daraus ein Kartoffelladen und ein Schweinestall. 1985 wurde das Schloss durch gezielte Brandstiftung zu einer Ruine. Seit 1997 befindet sich die Schlossruine sowie auch die Brauerei in Privatbesitz. Im Jahr 2016 wurde die Rettung der Schlossruine mit dem NPU Patrimonium Pro Futura Preis ausgezeichnet. 2023. Die Arbeiten zur Erhaltung der Schlossruine Herdenberg schreiten voran. So Freunde, das war's jetzt zur Burgruine Herdenberg. Ich denke, wir haben alles gesehen. Machen wir wieder zu hier. Die Führung ist geschlossen. Schau, man muss auch mal Glück haben im Leben. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, ich war jetzt insgesamt 5 Stunden bei dieser Burgruine Herdenberg. Aber das hat sich gelohnt. Das Ganze, wie ich gehört habe, wird auch nur durch diese Einnahmen, durch den Eintritt finanziert. Ne? Also die Leute, die dort sind, das sind wirklich alles freiwillige Arbeiter, die verdienen daran gar nichts. Und was ich vorhin noch gar nicht erwähnt hatte, wo ich reingegangen bin, ich bin mit der Frau zusammen reingegangen und die hatten wir in der untersten Etage, was wir ja am Anfang schon zusammen gesehen haben, da hat die mir noch eine kleine Führung gegeben. Und da war unter anderem ein Bild von dieser Brauerei drauf und die hat gesagt, die Brauerei, die hat damals mit zu dem Schloss gehört. So, und da habe ich sie halt gleich mal drauf angesprochen, weil ich halt ein pfiffisches Kerlchen bin, ob man die offiziell besichtigen kann. Und sie hat gesagt, ja, sie können sie sich angucken, aber vorsichtig machen. Ah. Die Tür ist offen. Ich habe gerade gesehen, da steht auch noch was. Ich das mal an. Das habe ich hier in der Tschechischen Republik schon in mehreren Gebäuden gesehen, dass die früher die Lichtschalter und auch Steckdosen in solchen Holzkästen hatten. Da hat wieder jemand seine Reifen entsorgt. Und sämtlichen anderen Müll. Könnt ihr das sehen durch den Reifen hier? Ja, die gute Frau hat ja gesagt, ich soll vorsichtig machen.
Okay, man merkt es gleich wieder. Ist ziemlich kühl hier, Alter. Ah, ich habe definitiv die falsche Taschenlampe. Da tropft es auch überall von der Decke. Ne? Da ist noch ein alter Lichtschalter. Kann man sehen? Kann man sehen, ja. Hier in der Ecke habe ich gerade schon gesehen. Seht ihr da die zwei Kesseln, die riesen Dinger? Das alte Braukesseln sind von früher. Könnt ja noch sein, ne? Oder? Das wirft natürlich auch schon wieder Fragen auf, ne? Man sieht hier, das ist alles gemauert. Und das sieht noch richtig alt aus. War das früher vielleicht mal was anderes gewesen? Dann haben sie es erweitert zur Brauerei. Ja, gute Frage. Auch hier wieder mit den Ziegeln, das sieht ja aus wie angebaut. Hier geht noch ein Schleichweg lang. So, ich bin jetzt gerade auf der anderen Seite. Bei diesem, ich nenne sie mal, doch immer Gebäude. Bei dieser Ruine. Alter, was sehen wir von der Decke? Also kannst wirklich nichts mehr dazu sagen, ne? Was das ja mal war. Klar, es wird mit Sicherheit, denke ich mal, mit zu der Brauerei gehört haben. Hier war vermutlich mal der ehemalige Zugang gewesen, wo man nach oben gekommen ist. Hier sind Treppen hochgegangen und ich habe gerade schon mal geguckt, das war mal eine Tür gewesen. Hier war quasi der Eingang in die oberste Etage. So, man kann es ja noch halbwegs sehen. Das ist jetzt die oberste Etage. Hier sind noch alte Stahlträger. Da drüben ist noch einer. Und der ganze Fußboden komplett zusammengestürzt. Da sieht nochmal die Lage, hier geht der Weg lang. Und dort ist diese Brauerei direkt am Wegesrand. So Freunde, das war's jetzt zur Brauerei. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg zum Auto. Natürlich auf Umwegen. Ich habe mir einen etwas anderen Weg jetzt rausgesucht. Da ist noch ein bisschen weiter, weil es war mir heute ein bisschen zu wenig für die Füße. Ich bin noch nicht wirklich kaputt und das gefällt mir überhaupt nicht. Was ich vorhin eigentlich noch sagen wollte, ich habe es aber leider in meinem Ruinenwahnsinn komplett vergessen. Der Ausbau der Schlossruine Hartenberg finanziert sich ja hauptsächlich durch Eintrittsgelder. Und ich gehe mal davon aus, dass da auch ein paar Spenden mit im Umlauf sind, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, fahrt einfach mal hin mit euren Liebsten, Freunde, Familie, schnappt sie alle. Mindestens zwei Personen dran denken, ganz wichtig. Und guckt euch das Ganze einfach mal an. Der Eintritt ist nicht teuer, 4-5 Euro pro Person. Vielleicht kriegt er auch noch einen Rabatt, wenn er in der Gruppe kommt. Keine Ahnung, ich denke mal, das macht die gute Frau schon. Jedenfalls fahrt dorthin, macht euch einen schönen Tag. Nehmt was zu essen, was zu trinken mit. Genießt das ganze Ambiente dort. Und unterstützt dabei die Schlossruine Hartenberg. So Freunde, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal Wandern, Natur und Abenteuer. Einmal kräftig an der Glocke läuten und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund. Euer Markus. Ciao. Ciao.